Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meiner Interviewserie bei Klein Marketing Consulting. Heute habe ich einen Gast extra hier aus dem bayerischen, sozusagen aus dem bayerischen Raum, aus dem Herzen Europas eingeladen. Ich bin da sehr, sehr glücklich darum, dass er sich kurz für uns Zeit hier nimmt, den Maximilian Kurz. Wird sich auch gerne noch mal ein bisschen vorstellen und Experte im Social Recruitment. Und was es genau ist und so weiter, das werden wir hier alles in dieser Session präzise mal durcharbeiten. Für diejenigen von euch, für die es vielleicht noch ganz was Neues ist, auch für meine Zielgruppe, die IT-Systemhäuser, so IT-Branche generell, auch ein hochbrisantes Thema, Fachkräftemangel und so weiter und so weiter. All diese Themen werden wir in dieser Session hier durchnehmen. Ganz vorweg noch, bevor wir starten, eine kleine Verlosung hier. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon kennt. Die Dame, die hier Netflix ganz groß gemacht hat, Patty McCord. Ich verlose das hier für jede 10 Kommentare, die ihr unten reinhaut, dann auf YouTube. Wenn man ganz kurz mal nur sagt, wer ihr seid, Vorname meinetwegen reicht. In 2 Sätzen nur ganz kurz, wo ihr gerade steht, wo ihr gerne hin möchtet. Also, was ist eure Ist-Situation, was ist eure Zielsituation? Und einfach Hashtag Powerful. Und für jede 10 Kommentare verlose ich dann ein Buch und ja, verschickt es eben an den Gewinner raus. Völlig kostenlos. Und sollten wir jemals schaffen, 100 Kommentare zusammenzubekommen, dann gibt es dieses fette, dann gibt's dieses fette Buch hier. Kostet, glaube ich, an die 80 Euro mit echten Praxisbeispielen und insbesondere auch für die IT-Branche auch sehr, 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 also sehr, sehr wertvoll. Okay, Maximilian. Ganz kurz zu dir, wo kommst du her? Was machst du genau? Mit anderen Worten, wir Unternehmer sind ja alle, wir haben ja eine Daseinsberechtigung, indem wir im Markt ein Problem lösen. Also jeder Unternehmer, jeder erfolgreiche Unternehmer ist ja ein Problemlöser. Du gehörst zu einem der erfolgreichsten da draußen im deutschsprachigen Raum, ganz besonders hier auch im bayerischen Raum. Und ja, welches Problem löst du? Einfach mal ein bisschen was dazu sagen zu dir. Ja, grüß dich und hallo zusammen. Ja, kurz gesagt, wir lösen im Endeffekt das Problem des Fachkräftemangels nachhaltig. Okay. Da komme ich im Endeffekt auch her. Also ich bin selber im Handwerk groß geworden, war selber im Flugzeugbau tätig, habe da auch meinen Meister gemacht, war selber Fachkraft, weiß auch von der Seite, wie schwer es ist, manchmal einen Job zu finden, der zu einem passt. Und schlussendlich war ich dann bei der Firma Wirth im Außendienst und habe da direkt von meinen Kunden im Endeffekt gesagt bekommen, hey, pass auf, ich habe das Problem, sonst kann ich dir auch nicht mehr Werkzeug oder Schrauben oder was auch immer abkaufen. Wir brauchen Mitarbeiter. Cool. Und durch gute Kundenbeziehungen hat sich das dann im Endeffekt entwickelt, dass ich mich mit Online-Marketing beschäftigt habe, geschaut habe, was für Lösungen gibt es, was überzeugt die Leute heutzutage, wie können wir sie wirklich begeistern, weil ich habe natürlich auch mit vielen Handwerkern Kontakt gehabt. Und oftmals hatte ich eben auch oder das Thema mit denen, dass sie unzufrieden in ihrem Job waren, aber halt auch einfach noch nicht den richtigen Arbeitgeber gefunden haben. Es wollte sich aber jetzt auch keiner direkt bewerben, irgendwie mit einer Bewerbung irgendwo hinrennen. Ich meine, es ist für jeden Handwerker, für jeden Menschen, wenn er an eine Bewerbung denkt, stellen sich meistens die Nackenhaare auf. Alleine wenn ich ans Anschreiben denke, was ich jedes Mal neu irgendwie Motivationsschreiben da zum Arbeitgeber schicke und dann liest es am Ende keiner. Es erkennt wahrscheinlich jeder da draußen, wie schwierig es ist, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen. Und schlussendlich genau dieses Problem lösen wir, setzen da die modernsten Mittel ein, um ja, wirklich neue, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, die man so wahrscheinlich vielleicht sogar auch noch gar nie hatte in der Zeit, also die letzten 50 Jahre, wie man Mitarbeiter gesucht hat oder seit wann man schon Mitarbeiter sucht. Es ist wirklich was komplett Neues, was wir da auf die Beine gestellt haben im Endeffekt. Und dadurch schaffen wir es wirklich, Stellen, die teilweise Monate, jahrelang unbesetzt waren, in kürzester Zeit mit wirklich Top-Mitarbeitern zu besetzen. Und dieses Problem löse ich. Dafür brenne ich. Macht natürlich riesig viel Spaß, weil man kann sich ja vorstellen, wie happy die Kunden sind, wenn man wirklich solche Probleme lösen kann. Ja, wenn die wieder ruhig schlafen, dann ja, ist unser Job erfüllt. Und wenn der Kunde glücklich ist, sind wir glücklich. Und so, das ist mein Motto. Schlussendlich, da komme ich auch her und macht mir jeden Tag aufs Neue riesen Spaß. Mittlerweile gebe ich das Wissen sogar auch weiter an andere Agenturen. Und ja, Wow. schau, dass wir wirklich Performance Recruiting und auch überhaupt das ganze Thema, was wir später noch besprechen, Employer Branding und so weiter. Was bedeutet das denn heutzutage? Wie kann ich das übersetzen? Wie kriege ich die PS auch auf die Straße? Wie schaffe ich die Wahrnehmung in meiner Zielgruppe?
Und das ist, glaube ich, heute das A und O, die Reichweite in der richtigen Zielgruppe zu haben und Ergebnisse zu erzielen. Und es ist aber Okay. auch natürlich eine riesen Herausforderung und die wenigsten sind den Herausforderungen halt gewachsen. Okay. Nur ganz kurz eingeworfen, weil erfahrungsgemäß nicht alle schauen sich das Video bis zum Ende an. Also all deine Website und so weiter, wo findet man dich und so weiter? Das verlinke ich natürlich ja alles unten in den Show Notes, dann auf YouTube. Genau. Also raiseyourbusiness.com, Ja. da findet man uns. Und auf der Webseite sieht man alles, was man braucht. Und dementsprechend kann man natürlich bei uns auch kostenfreie Beratungsgespräche buchen, wo man sich einfach mal informiert, was könnte man in dem konkreten Fall, in der konkreten Branche, je nachdem, wo man herkommt, tun. Wie kann man wirklich Mitarbeiter finden? Was für einen Lösungsweg würden wir vorschlagen in dem Bereich? Und dann kann man sich eben ganz entspannt entscheiden, macht es Sinn, wollen Sie mit uns zusammenarbeiten oder gibt es da draußen irgendjemand anderen, der Sie mehr überzeugt, wo Sie am Ende ein besseres Bauchgefühl haben. Und ja, das ist eigentlich mein Hauptziel, ein gutes Bauchgefühl am Ende zu haben für alle Seiten, Ja. dass jeder das merkt, dass da wirklich was nach vorne geht. Ja. Und wer da Interesse dran hat, raiseyourbusiness.com. Ja, okay, ich verlinke dir alles dann hier unten. Auch einige Videos darauf. Und dann. Cool, das sind auch Testimonials und so weiter und so weiter. Genau, klasse. Zur nächsten Frage. Und zwar einfach nochmal für diejenigen von unseren Zuschauern, lieben Zuschauern und Interessenten hier auf YouTube. Was ist eigentlich Social Media Recruitment? Denn ich bin stark der Meinung, dass es relativ was Modernes, was Neues ist, aber viele eigentlich das vielleicht haben es, einige gibt es bestimmt, die haben das irgendwann mal gehört, können es aber nicht richtig einordnen. Es gibt bestimmt einige, die haben das nur überhaupt noch nicht mal gehört, einige Unternehmer, oder missinterpretieren einfach den Begriff und stellen sich da was völlig Falsches drunter vor. Und auf der dritten Ebene würde ich sagen, es gibt bestimmt auch einige, die haben sich schon damit auch mal getestet, weil es auch so ein bisschen so ein Hype, so ein Modethema ist, ne? Also es gibt ja immer so diese Hypes, auch in der IT-Branche ganz besonders, ne? Gibt es so wieder ein Jahr, wo wieder mal eine Sau durchs Dorf getrieben wird, so schön, sagt man so schön in Bayern, ja. Und ich glaube, so seit ein, zwei Jahren ist es, glaube ich, Social Media Recruitment. Und dann steigen halt auch ganz viele drauf auf diese Welle, wollen halt diese Welle reiten. Nur wie das halt auch beim Surfen so ist, ne? Also so richtig gute Surfer reiten dann nur die Welle auch wirklich bis zum Ende. Und dann gibt es bestimmt die dritte Kategorie von Geschäftsführern und IT-Leitern und so weiter, die hier wahrscheinlich alle zuhören, die sagen, ja, ich habe es zwar schon irgendwie ausprobiert, aber ich habe mir da so böse die Finger dran verbrannt. Dass, wenn ich den Wortbegriff nur höre, dass ich sofort quasi den Raum Dass sich die verlasse. Nacknagel aufstellen und man auf und davon möchte Genau, und also absolut ich nicht denke mal, dass hören diese drei will. Ja. Kategorien von Menschen, die hier jetzt bei uns Zuschauer sein könnten, dass es die gibt und dass du vielleicht da mal zu allen dreien Positionen mal was sagst, ganz kurz. Also zu dem ersten Teil Social Media Recruiting, was versteht man darunter? Also allgemein muss man sich das so vorstellen, es gibt halt unterschiedliche Wege, an Mitarbeiter ranzukommen. Und Social Media steckt ja schon im Namen. Wir gehen im Endeffekt den Weg über Social Media, wo eben ganz, ganz viele Leute heutzutage unterwegs sind. Und das Ganze verbinden wir eben mit zielgerichtet Werbeanzeigen sozusagen, also Performance Recruiting, sagen dann auch viele, mit zielgerichteten Werbeanzeigen, um einfach ein gewisses Ziel zu erreichen. Und das bedeutet, dass sich am Ende des Tages jemand bewirbt, weil er ein gewisses Video sieht oder ein Foto, was ihn überzeugt hat, sich am Ende jetzt mal für die Firma zu bewerben. Das nächste ist dann auch, wie baue ich das Ganze auf? Da können wir später nochmal drüber reden. Aber grundsätzlich ist Social Media Recruiting erstmal, dass ich über den Kanal Social Media, Facebook, Instagram, YouTube, wie auch immer, darüber Personal generiere. Okay. Genau. Und für diejenigen, die, sagen wir mal, wo unterscheiden sich jetzt, sagen wir mal, die Social Recruitment Media Agenturen, die es vielleicht etwas besser können und die es vielleicht nicht ganz so gut können? Wo würdest du sagen, da gibt es ja auch wahrscheinlich Unterschiede. Auf was müsste da jetzt ein potenzieller Interessent, der sich für sowas, der es mal austesten will, ich meine, du bietest dann auch irgendwie so Pilot.
Kampagnen oder Vertragsphasen, die erstmal nur 3 Monate oder erstmal nur mal 6 Monate oder sowas gehen, also in einem sehr kurzen Zeitraum vielleicht. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte es gerne mal austesten, möchte mir da eine Agentur suchen und ich möchte jetzt auch nicht quasi sofort die erstbeste nehmen, die ich jetzt gerade gehört habe, sondern ich möchte vielleicht 2, 3 vergleichen. Auf was müsste der dann achten, so deiner Meinung nach, kurz gefasst? Also es gibt grundsätzlich unterschiedlichste Modelle, unterschiedlichste Wege, wie das Leute machen, wie die nach Mitarbeitern im Endeffekt suchen. Nochmal ganz kurz auf das Thema einzugehen, was ist der große Unterschied zwischen jetzt Performance Recruiting, Social Media Recruiting und dem herkömmlichen Wegen, Mitarbeiter zu suchen? Ja. Also A, was gibt es für Wege? Ich kann Zeitungsanzeigen schalten, ich kann im Jobportal suchen, eventuell noch über ein Arbeitsamt oder ja, vielleicht noch Personalvermittler oder Headhunter oder so weiter. Das sind eigentlich so die klassischen Wege. Die ersten 3 Wege, mit denen suche ich definitiv nur Leute, die aktiv Mitarbeiter suchen. Die aktiv einen neuen Job suchen. Das bedeutet, ich muss wirklich aktiv auf Google gehen und da auf ein Jobportal und dann muss ich schauen, ich bin jetzt Metaller oder ich bin Zimmerer oder was auch immer, suche einen neuen Job und dann muss ich da auf ein Jobportal, meistens muss ich dann anschreiben und so weiter, hinterlegen und einen Lebenslauf und damit kriege ich quasi nur die Leute, die aktiv nach einem Job suchen. So, das ist in der heutigen Zeit, sind es die wenigsten. Das sind auch unter anderem unsere Umweltumstände, sage ich jetzt mal. Jeder schaut nach Sicherheit, jeder bleibt lieber an dem Punkt, wo er gerade ist. Und wenn man, sage ich mal, einen Arbeitgeber hat, wo halbwegs alles rund läuft, bleibt man lieber da in der verharren und geht jetzt nicht aktiv los und sagt, ja, ich suche mir jetzt einen neuen Job. Meistens kommt es aktuell so vor, dass man halt aus gewissen anderen Gründen einen neuen Job sucht, aber die aktiv Suchenden sind wirklich die geringsten Menschen, sage ich mal, die wir wirklich da begeistern können. Noch dazu muss man sich ja vorstellen, auf einem Jobportal in der Zeitung, wie wirkt man da? Also in der Zeitung kann ich ein Bild machen, okay, das war's. Ansonsten im Jobportal stehe ich unter ganz vielen anderen, die im Endeffekt auch genau denselben Mitarbeiter suchen. Ich kann mich nicht wirklich abgrenzen. Ich kann nicht nach draußen zeigen, was ich für ein toller Arbeitgeber bin. Selbst wenn die Leute dann auf die Webseite klicken, sind meistens nicht die Informationen so vorhanden, wie es der Mitarbeiter oder der Interessent bräuchte, um wirklich begeistert und überzeugt von der Firma zu sein. Und genau da, sage ich jetzt mal, muss man diesen Unterschied und die Linie ziehen, den Cut zu Social Media Recruiting und Performance Recruiting, weil wir suchen zum Beispiel schon mal eine komplett andere Zielgruppe. Wir sprechen gar nicht mehr die Aktivsuchenden an. Das ist eigentlich gar nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es, die Passivsuchenden, die latent unzufriedenen Mitarbeiter, dass wir die ansprechen und überzeugen, die schon seit Jahren in irgendeinem Betrieb sind, schon seit Jahren eigentlich wechselwillig sind, das sind 1A-Mitarbeiter, aber die sind halt loyal zum Unternehmen und haben Lust oder hätten schon Lust, sich zu verändern, aber haben halt keine Lust auf ein Anschreiben, diesen ganzen Prozess, dann kriegst du keine Antwort, das haben die alles schon erlebt und deshalb haben die da keine Lust mehr drauf und genau da packen wir im Endeffekt an und genau da ist auch der große, große Unterschied zu dem, was bisher oder wie man bisher Mitarbeiter gesucht hat. Und ich sage mal so, da ist ein absolut klarer Trend zu erkennen. Und jetzt können wir auch gleich weitergehen. Für welche Agentur sollte ich mich am Ende des Tages entscheiden? Ich würde sagen, die Agentur, die dir am Ende wirklich verständlich klar macht, wie sie bei dir konkret vorgeht, warum sie in dem Fall die beste Agentur für dich ist. Weil es gibt ja ganz, ganz viele, zum Beispiel branchenspezifische Agenturen, die machen nur Handwerksbetriebe, nur ITler, nur Ärzte, was weiß denn ich. Bei mir ist es zum Beispiel nicht so. Ich bin branchenübergreifend aktiv. Okay. Weil es geht wirklich darum, was für ein Konzept kannst du für den Kunden aufbauen, mit welchen Buzzwords, sage ich jetzt mal, holst du die Zielgruppe ab, wie schaffst du es, die auch von dem Betrieb, von dem Unternehmen, von der Praxis, von der Kanzlei, was auch immer, zu überzeugen, was sind eben auch die Pains, da muss man sich einfach auch reindenken, deshalb manchmal ist es nicht verkehrt, wenn man so eine branchenabhängige Agentur vielleicht hat, die schon gewisse Erfahrungen hat mit der Zielgruppe. Grundsätzlich ist es aber wichtig, eben, dass diese Agentur dir zeigen kann, wirklich 1:1, wie sie das bei anderen gemacht haben und wie sie das auch bei dir umsetzen können, dass sie sicherstellen können, dass am Ende Bewerbungen reinkommen und die richtigen Mitarbeiter dafür gewonnen werden, also A-Mitarbeiter in dem Fall. Und wenn du da das Gefühl hast, dass das alles stimmig ist, das passt alles, eventuell kannst du vielleicht noch mit aktiven Kunden sprechen, dann kannst du eigentlich schon relativ sicher sein, dass da alles soweit gut ist und man da mit einem guten Bauchgefühl eine gute Entscheidung treffen kann. Ja. Das ist eigentlich das A und O, unabhängig davon jetzt mal, was das kostet, was für Verträge dahinter stehen. Es gehört natürlich alles mit dazu, aber ich würde da jetzt keine explizite Empfehlung geben.
Ja, was klar. sollte man machen, was sollte man vermeiden? Ja, klar. Also das ist natürlich ein super Punkt. Also wie komme ich auch, das wollen wir ganz am Ende im zweiten Teil dann nochmal besprechen, wie komme ich an wirklich gute Mitarbeiter, also nicht nur irgendwelche, um die Stelle zu besetzen, sondern die Guten. Und die Guten sind ja meistens, also oder sagen wir mal andersrum gesagt, wie du es gerade erwähnt hast, die sowieso die ganze Zeit sich bewerben irgendwo, da gibt es ja einen Grund dafür, dass sie sich ständig woanders bewerben, ne? Also es kann natürlich an dem Arbeitgeber liegen, aber es kann auch an den Arbeitnehmer liegen, ja? Beziehungsweise, dass sie gefeuert worden sind und deswegen, ja, aus da gibt es ja auch meistens dann einen Grund und den muss man dann erstmal herauskitzeln und das ist ja letztendlich die Wahrscheinlichkeit, dass man da die A-Player hat, ist dann eher wahrscheinlich geringer, so wie ich es jetzt verstanden habe auch, sondern die A-Player, also A-Mitarbeiter, kommen nochmal im zweiten Teil, also ganz am Ende darauf zu, was ist es überhaupt, ein A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter und so weiter, könnte man nochmal einen ganz eigenen Videodreh drüber machen. Die sind letztendlich in Firmen da, wo, sagen wir mal, aus irgendeinem Grund sich was geändert hat, dass, sagen wir mal, in einer Firma, wo quasi ursprünglich lauter gute A-Mitarbeiter waren und dann hat sich irgendwie die Führung geändert oder die Geschäftsführung oder es wurde aufgekauft, der Laden oder was auch immer und plötzlich kamen da C- und B-Mitarbeiter rein und der A-Mitarbeiter fühlt sich überhaupt nicht mehr wohl. Das ist halt dann sozusagen den du abholen würdest über Social Media Marketing, so wie ich es verstanden habe, weil der sich ja jetzt nicht irgendwie ständig irgendwo Lebensläufe irgendwo verschickt oder da jetzt proaktiv nach einem anderen Job sucht, sondern der idealerweise zwar unzufrieden ist, aber noch nicht auf der Jobsuche und gleichzeitig eigentlich also quasi potenziell ein Top-Mitarbeiter wäre. Ja? Und den dort genau in diesem Punkt abzuholen, so wie ich es jetzt verstanden habe, dafür dient, okay, super. Social Media Recruitment, okay, habe ich verstanden. Also ist mega Potenzial. Ein komplett anderes Ding, genau. Und ich habe auch mit wirklich in den letzten 4, 5 Jahren, glaube ich, mit hunderten Unternehmern gesprochen. Kein einziger, glaube ich, oder weiß ich nicht, 99,9% haben mir bestätigt, dass sie noch nie eine gute Bewerbung über das Arbeitsamt zum Beispiel bekommen haben. Also über den aktiv Vermittelten sogar. Oder auch aktiv Suchende eben, die eben ständig anders bewerben. Das waren selten die guten Mitarbeiter. Wenn man sich mit den guten Mitarbeitern unterhält, ist es auch so, die haben meistens gar nicht viele Bewerbungen geschrieben. Ja. Weil die haben es auch gar nicht nötig. Die werden überall mit Einfluss genommen. Ja, okay, also man hat dann gleichzeitig auch noch weniger Mitbewerb auch noch. Quasi auf hochinteressant. Also wirklich top. Wir sind jetzt quasi schon richtig heiß gelaufen und wir kommen jetzt sozusagen, würde ich sagen, gleich fließend Übergang zu unserem zweiten Teil, also unbedingt dranbleiben. Und da sprechen wir dann letztendlich nochmal konkret über die Voraussetzungen, über Employer Branding. Also das ist ja nochmal wirklich eigentlich nochmal ein Thema, aber das können wir ja verschiedene Sequenzen nochmal machen oder ein ganzes Buch aufschreiben. Auch ein absolutes Buzzword aktuell, was ich ständig, also vermehrt, wirklich immer vermehrt höre. Und auch vermehrt höre, dass da jetzt immer mehr Agenturen wiederum auch auf diesen Zug aufspringen wollen. Das heißt, auch da besteht wiederum die Gefahr, dass jetzt plötzlich alle Employer Branding irgendwo noch anbieten wollen, so nebenbei und irgendwas. Also dass man da nochmal jetzt explizit nochmal einen zweiten Teil machen.